Und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Modvorstellung hier. Sachsens Player, wir gucken uns den Schlüter Supertrack 2500 FL an für einmalige 72.200 Euro Erschaffungskosten sowie 142 Euro Unterhaltskosten pro Tag. Mit einer maximalen PS-Leistung von 240 sowie 34 km/h maximale Geschwindigkeit. Technische Daten, 6 Zylinder, MAN-Motor, Hubraum, viele Umdrehungen pro Minute, Baujahre 1984 bis 1989, Modell und Textur. Doch, hier haben wir das gute Stück, was schon mal zuerst auffällt, beziehungsweise aus der Motorbeschreibung rausgeht. Wir haben hier einen Maßstab 1 zu 1. Finde ich immer wieder nett. Reifen sehen gut aus, gefallen mir. Auch hier Schlüter. Dann haben wir hier noch das Schöne, das sieht man jetzt durch den Reifen leider zur Schlacht. Super Terra Track 2500 FL. Das ist nicht verschwommen, das ist nicht verpixelt. Das sieht sehr scharf aus, wunderbar. Ja, auch hier vorne im Frontbereich haben wir das schöne Schlüter-Logo. Was mir hier wieder sehr gefällt, er ist gebraucht, man sieht, er ist tragscher, er ist ein bisschen verrost. Ja, gefällt mir immer wieder sehr sowas. Auspuff auch sehr nice. Und auch hier hinten im Heckbereich gibt es an sich nichts zu versetzen. Oder nichts zu meckern, eher gesagt. Nette Sache. Den Innenbereich muss man wirklich mal sehr loben, denn man kann hier ja wirklich alles erkennen. Die kleinsten Armaturen, sämtliche Knöpfe, alles gestochen scharf. So gefällt mir das, so hat das auszusehen. Deswegen gibt es auch für Modell und Textur 5 von 5 Sternen. Kommen wir mal zu den Funktionen. Standardgemäß ist es Lichtkript eingebaut, über NUM 2, NUM 1 und NUMPAD Nummer 3. Hupe ist leider keine vorhanden. Licht könnt ihr stinknormal anmachen über die Taste F. Mit der Taste Numpad Nummer 4 schaltet ihr das vordere Arbeitslicht ein, mit der Taste Numpad Nummer 6 das hintere Arbeitslicht. Mit der Taste Numpad Nummer 7 bzw. Numpad Nummer 9 macht ihr dann die linke bzw. die rechte Tür auf. Wenn man auch jetzt hier im Innenbereich ist, 7, 9. Zack. Sieht auch alles wunderbar aus. Mit der Taste Numpad Nummer 8 öffnet ihr die Frontscheibe bzw. schließt sie wieder. Mit der Taste Numpad Nummer 5 öffnet ihr die Heckscheibe bzw. schließt sie wieder. Mit der Taste 5 könnt ihr eine Realistic Indoor Kamera aktivieren bzw. deaktivieren. Dürft ihr euch eventuell auch schon etwas sagen. Das aktivieren wir gleich beim Fahren. Und mit der Taste 6 haben wir eine sogenannte Rückwärtseinrichtung. Sprich, euer Sitz, der dreht sich einmal komplett nach hinten. Und somit habt ihr, könnt ihr jetzt dementsprechend ja, mit dem verkehrten Sitz andersrum fahren. Wenn ihr dann W klickt, fahrt ihr rückwärts. Wenn ihr S klickt, fahrt ihr vorwärts. Auf jeden Fall eine nette Sache. So, das Ganze glitscht auch nicht oder so, sondern geht, wie man hier im Indoor-Bereich schön sieht, alles locker flockig von der Hand. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir mal. Ich aktiviere die realistische Indoor-Kamera und dann fahren wir einfach mal ein Ründchen. Ihr seht auch hier, der Auspuffqualm ist auch realistisch dargestellt, also realistischer Auspuffqualm. Und die Fahrphysik ist wirklich schon sehr angenehm. Ich habe schon mal eine Testrunde gemacht. Das Ganze gibt es als More Realistic und Standard Version. More Realistic mache ich ja aus Prinzip nicht, weil ich den More Realistic Mod nicht habe und ich finde so irgendwie um ehrlich zu sein. Aber naja, ansonsten merkt man aber hier, die Fahrphysik hat wirklich was drauf. Er ist sehr schwer, also sprich, man kann halt nicht einfach so um die Kurven rumziehen, sondern da muss man schon mal ein bisschen bremsen. Wir gehen gerade mal hier in den Außenbereich. Schafft 40 km/h maximal. Wie man jetzt gerade sieht, und ja, auch hier das Bremsverhalten etc. ist doch alles wunderbar gemacht. Mit einer der besten Vorphysiken, muss man lassen. Somit gibt es auch für Funktionalität 5 von 5 Sternen. Kommen wir mal zum Lock. Der Lock ist soweit auch fehlerfrei und somit gibt es auch für Lockfehlerfreiheit 5 von 5 Sternen. Performance. Auch hier gibt es daran nichts auszusetzen. Es ist keine Polygonbombe. Der V-Rahmen ist dementsprechend auch ausgeglichen. Ihr dürftet damit also auch im Multiplayer mit mehreren Schlitern keine Probleme haben. Somit gibt es auch für Performance 5 von 5 Sternen. Ja, in dem Sinne kommen wir auf ein Gesamtergebnis von 20 von 20 Punkten. Das Ganze durch 4 ist 5, also eine Gesamtbewertung von 5 von 5 Sternen. In dem Sinne wollt ihr euch den Mod downloaden, Link der Videobeschreibung beim Modder bedanken bzw. Ihnen Verbesserungsvorschläge für die nächsten Versionen dalassen. In dem Sinne danke ich fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann Leute, haut rein, tschüss.